Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unserem Niklot. 53 Jahre alt ist er inzwischen. Gesundheit in Ordnung, die Gesundheit seiner Frau ebenso. Sie 3 Jahre älter hier, die gute Königin Bertha. Den König beschäftigt natürlich die außenpolitische Lage. Das Heilige Römische Reich ist enorm gewachsen, seitdem Frankreich Teil des Reichs ist, was natürlich eine gewisse Bedrohungslage bedeutet. Aus dem Grund will er diplomatisch aktiv werden, kann es im Moment nicht, weil wir noch in 2 Kriege verwickelt sind über unseren Bündnispartnerin hier in Bjarmaland. Da werden wir, glaube ich, jetzt mal helfend eingreifen. Aber ansonsten beschäftigt ihn auch eine andere Sache, nämlich ja, die Sache, also die Frage, wie verheiratet man am besten erstens den Sohn und zweitens die vielen Töchter? Unsere Heiratsmöglichkeiten sind ja sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe mich noch mal ein bisschen umgeschaut und bin jetzt zu folgender Entscheidung gekommen. Als erstes Jaromar. Er ist ja 15, er ist noch nicht erwachsen, also handelt es sich um eine Verlobung. Im Übrigen, aber wir wissen, wie er wird und das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Also, er ist ehrgeizig, sadistisch und gierig. Okay, wow. Und das trotz seiner nachdenklichen Kindheitseigenschaft. Damit geht das doch klar in eine bestimmte Richtung, die dem seines Großvaters ein bisschen ähnelt. Naja gut, der war nur gierig, allerdings nicht ehrgeizig. Ja, es ist also nochmal gesteigert. So könnte man es formulieren, aber zu ihm kommen wir später. Jetzt sind wir ja noch bei Niklot, aber dennoch ja eine wichtige Entwicklung. So, aber ich war hier eigentlich bei ihm und möglichen Ehepartnern und ich bin der Meinung, wir werden innerhalb des Reiches ihn verloben und zwar mit Ingegerd af Roden. Das ist eine Tochter unserer Freundin, nämlich hier der guten Kati von Lettgallen. Und ich finde, das ist durchaus erstens eine anständige Partie, sie ist immerhin Herzogin und außerdem, wie gesagt, unsere Freundin noch. 10 Jahre ist das Mädchen, 10 und 15, ich finde, das passt ganz gut. Also, das werden wir jetzt anstreben. Was Besseres ist nicht möglich und das ist jetzt auch keine schlechte Partie. Den Vorschlag werden wir also schon mal abschicken, zumal dann natürlich auch das Herzogtum Lettgallen irgendwann wieder in die Hände der Krutois fallen wird. Das ist doch schon mal gut. Das nächste ist, wir haben ja noch 2 weitere Töchter, die unverheiratet sind. Da gehen wir mal zurück. Einmal haben wir die gute Bertha. Das hat ja nicht ganz geklappt, was wir da geplant hatten. Und hier habe ich eine Idee oder jemanden gesehen, das würde schon ganz gut passen. Und zwar einen Champion von uns, Tomasz Wettin. Der ist 17, sie ist ja 19. Und wir werden, es ist natürlich, er ist landlos, ist jetzt keine so großartige Partie, aber um das so ein bisschen zu legitimieren, habe ich folgende Idee, wir werden diesen Tomasz von Wettin zum Grafen machen, bevor wir sie verheiraten. Und ich habe mir da folgende Grafschaft ausgesucht. Ich gucke mal ganz kurz hier nochmal nach, nämlich diese hier, Letsch. Ja, genau, hier. In Jadwingen, das ist jetzt nicht so, also wir geben jetzt von unserer Domäne was ab, aber ich denke, das ist okay. Wir machen ihn also zum Grafen. So, jetzt habe ich das natürlich wieder alles weggeklickt, was schlecht ist. Müssen wir uns nochmal hinklicken über Bertha. Bertha und Tomasz. Und ich wollte, damit das formal alles vernünftig ist, wollte ich ihm erst den Titel geben. So, und zwar, genau, die Grafschaft von Jadwingen geben wir ihm. Also das war natürlich jetzt die Baronie, die ich euch gezeigt habe, aber Grafschaft sollte es schon sein. Und damit wird er unser direkter Vasall und ist damit auf jeden Fall schon mal eine bessere Partie. Wir lassen mal kurz einen Tag weiterlaufen und dann werden wir jetzt das Ganze vereinbaren. Ja, die Kinder werden zu seiner Dynastie werden. Eine matrilineare Heirat wird er natürlich nicht akzeptieren. Ihre Eigenschaft kann vererbt werden, aber das geht ja dann auch nicht in unsere Dynastie ein. Und Bertha erhält sogar noch Prestige, weil er ein Graf ist. Insofern insgesamt, denke ich, eine ganz gute Lösung, die wir gefunden haben. Das werden wir auch abschließen und wir sind aber immer noch nicht fertig, denn es gibt noch eine heiratsfähige Prinzessin Christina, 16 Jahre alt, großzügig, gefühllos und ehrlich, mit scharfsinnigem Intellekt. Auch hier habe ich jemanden gefunden, den ich ganz akzeptabel als akzeptabel erachte. Da müssen wir bloß ein bisschen suchen. Und zwar hier,
Graf Branimir von Stettin, 11 Jahre alt erst, aber immerhin ein Graf. Ein Graf von Stettin. Auch okay. Ja, Inzucht ist hier möglich, aber ich habe geguckt, das ist relativ entfernt. Insofern, auch das finde ich, kann man machen. Gut, dann wäre das erledigt, aber es geht noch weiter mit unseren Kindern. Und zwar Prinzessin Ausala haben wir hier. Da haben wir bisher noch keinen Ausbildungsschwerpunkt festgelegt und das will ich nachholen. Ich muss hier mal zu meinem Würfelbecher greifen. Denn, also das schließen wir wieder aus, gehen so rum. Auch wenn das bei den Damen hier vielleicht nicht ganz so entscheidend ist, wollen wir das doch immer machen. 5 ist gewürfelt worden und das bedeutet, es bleibt hier bei der Verwaltungsausrichtung. 7 übrigens, wie sich das gehört, für jeden guten Kutoi auch herrisch. So, dann als nächstes haben wir ein Festmahl, was wieder zu feiern ist und das werden wir auch sofort tun. Leider werden diese Festmähler immer teurer, je größer unser Reich wird. Aber er ist nun mal ein geselliger Typ. Da gibt es gar keine Alternative dazu. Das machen wir. Der Plan, 1000 anzusparen, das ist auch schwieriger als gedacht. Zu guter Letzt haben wir jemanden noch als Gefangenen, nämlich die Tochter von der Herzogin Cornelia, glaube ich. Ist, sie ist das. Ja, genau. Das war diese Geschichte, wo unser Sohn gewissermaßen hintergangen wurde. Und die ist nun im Gefängnis geboren worden. Und ich denke, das ist akzeptabel, wenn wir die gegen ein Druckmittel entlassen. Also das Kleinkind muss nun hier nicht hinter Schloss und Riegel bei uns sitzen. Und eine letzte Sache will ich jetzt machen, die ich bisher jetzt, glaube ich, noch gar nicht gemacht habe, aufgrund meiner Hausregel. Es ist durchaus mal an der Zeit, dass wir vielleicht mal einen Kulturwechsel befördern. Und zwar, ich orientiere dann natürlich vor allem auf direkt uns unterstehende Domänen. Und die Grafschaft Schonen ist schon länger als 50 Jahre in der Hand der Krutois. Und ich denke, hier kann man das auf jeden Fall mal machen. Die ist jetzt dänisch und soll dann hier Polarbeschwerden, ne? Genau. So, und zu guter Letzt hatte ich gesagt, dass wir jetzt eingreifen wollen und unserer Verbündeten helfen wollen. Und ich habe hier identifiziert, dass hier die Bauern sind, die hier schon was besetzt haben, dort kurz davor sind, aber nicht mehr weiterkommen. Und ich denke, dort werden wir helfen. Wir werden jetzt diesen Sammelpunkt hier verschieben, dorthin. Und hier vor Ort Folgendes machen. Wir werden nur die lokale Armee ausheben, plus diese normalen Truppen und dann das Sammeln beenden. Ah, nee, warte mal, das hat nicht geklappt. Normalerweise, ah doch, das hat doch geklappt. Genau, die Elitetruppen und die lokale Armee. Dann müssten wir so bei etwa 4000 Mann ankommen. Okay, erstmal hat diese Verlobung geklappt. Dann geht das Fest mal los. Edelleute kommen, wunderbar. So, hier ist die Armee jetzt dabei. Die schicken wir jetzt hoch, um diese Bauern zu besiegen. Ist ein bisschen unangenehm, deswegen schicke ich ein bisschen mehr mit, weil wir hier im Gebirge kämpfen. Ja, das kann ein bisschen verlustreicher werden, wollte ich sagen. Den anderen Krieg wird sie sicherlich gewinnen, ohne unsere Hilfe. Okay, die Heirat ist auch vollzogen. Prinzessin Bertha sieht jetzt so aus. Auch nicht schlecht. Alles klar. Und das war die dritte Geschichte. Ja, das sind jetzt die ganzen Sachen, die natürlich bestätigt wurden. So, was ist hier? Vogelwild. Diener servierten beeindruckend verzierte Zwischengänge, mehrere exotische Vögel, gerupft, gekocht, gefüllt und danach wieder in ihr prächtiges Federkleid gewandet. Als jedoch Christina, das ist die, die wir gerade verlobt haben mit Branimir von Stettin, als jedoch Christina gerade das Messer an einem der Tiere ansetzen wollte, regte sich dieses mit einem Mal kreischend. Pfau, dich hat man wohl gar nicht gebraten. Das Tier pickte Christina in die Nase, ehe es zwischen die schreienden und lachenden Gäste flatterte. Als der Vogel wild herumflatterte, stellte sich Bürgermeister Pavel der Herausforderung. Es erwies sich als höchst unterhaltsam, wie er der Kreatur verzweifelt über die Tische hinweg nachstellte. Am Ende schaffte er es, den exotischen Vogel in Richtung der Türen der großen Halle zu scheuchen, wo das Tier dann in die Nacht entkam. Ah, okay. Da scheint jemand einen Streich gespielt zu haben. Wir bekommen schenkelklopfende Unterhaltung. Was
unserer Gesundheit wohl tut. Ein guter Lacher verlängert das Leben, solange man nicht selbst der Gelackmeierte ist. Ja, es ist ja nur unsere Tochter. Okay, alles klar. So, die Heirat ist erledigt. Es geht weiter, dann verfolgen wir mal. Das Festmahl endet schon, sehr schön. Die meisten Gäste ziehen zufrieden nach Hause, außer vielleicht Christina. Sie hält sich noch immer die Stelle, an der der exotische Vogel sie in die Nase gepickt hat, die Ärmste. Sie ist aber nicht verletzt. Misstrauisch beim Essen. Okay. Interessant. So, wo ist jetzt unsere Armee? Die ist noch auf dem Weg. Es gibt Turnierprobleme. Als König ist es natürlich unsere Pflicht, das kennen wir schon. Mein Vasall Bürgermeister Steen ist hier und wie immer unausstehlich. Bürgermeister Steen, Bürgermeister von natürlich Trelleborg. Das ist sowieso so ein Querulantenstadt. Sein ständiges Genörgel vermiest seinem Umfeld die Laune noch mehr als sonst. Was ist denn das für ein Typ? Zynisch, maßvoll und ehrgeizig. Oh, und ein brillanter Stratege. Oha. Sehr gut in der Kriegführung. Ist er eigentlich auch... Ah, er ist auch Champion bei uns. Also durchaus kein unwichtiger Mann. Gut, in der Zwischenzeit sitzt mein Bruder, Prinz Kasimir, im Pavillon. Eindeutig zu Tode gelangweilt. Unser Ratsspitzel. Okay, wir schubsen Steen in die Pferdetränke. Das passt nicht zu uns. Wir verbringen Zeit mit Kasimir. Das, glaube ich, passt eher zu uns als treuherzig und zufriedener Mensch. Ja, genau. Das ist genau das, was er machen würde. Auch weil er gesellig ist natürlich. Und damit wird Kasimir unser Freund. Also das gute Verhältnis der Brüder, das verbessert sich noch weiter. So, der Gegner hat im Übrigen auch keine Versorgung. Sollte eigentlich doch überhaupt kein Problem sein. Okay, der Ratsmarschall hat schon mal wieder was Gutes gemacht in Sassen. Das ist auch eine echte Legende. Der Mann dort, der Herzog von Großpolen. Das ist in weiter Ferne der Cousin. Und jetzt kommt es zur Schlacht. Aber vorher hat Herzogin Kati irgendwas gemacht. Meine Ratskanzlerin Herzogin Kati hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Königin Helena von Polen eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht gegenüber ist. Ja, das ist ja ganz interessant. Okay. Unglaubliche Arbeit, Kati. Wir können also wieder nach Belieben den Krieg erklären. Ob wir das tun wollen, das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Vielleicht hat unsere Frau mal wieder Ambitionen. So, wie ich das schon geahnt habe. Oh, warte mal, hier ist noch irgendein Krieg verloren gegangen. König Matfei. Ah, von Galizien-Volinien. Der hat einen Krieg geführt. Aber das ist entfernt, das interessiert uns jetzt nicht, ob da eine Grafschaft wechselt. Wie ich das schon geahnt habe, ist das hier ein Problem. Ne? Minus 27, enormer Vorteil für die andere Seite. Warum denn ganz so hoch? Bergverteidigung plus 12, das ist das Entscheidende. Kampfbonus von unreformierten Heiden. Der Befehlshaber ist auch noch extrem gut. Okay, alles klar. Aber ich denke, dennoch werden wir gewinnen. Bürgermeister Steen wurde verwundet. Ist das nicht der von Trelleborg? Ah, der hat es nicht anders verdient. So, und das ist doch mal eine gute Nachricht. Die Bewohner von Möhre wurden endlich überzeugt, zum Glauben überzutreten. Das entspannt die Situation in Südschweden weiter. Brillante Arbeit, Maria, in der Tat. Und weil das so brillant war, na, wir können auch erstmal die Schlacht abwarten. Die sollte relativ schnell zu Ende gehen. Dann habe ich schon nicht ganz unwichtigen Anteil geleistet. Ja, und zwar einen sehr entscheidenden Anteil. Nämlich wir haben den Redelsführer in Gewahrsam genommen. Das Bauernheer besiegt und damit ist dieser Krieg beendet. Den anderen Krieg, den wird sie gleich selbst beenden können. Ja, hervorragend. Dann marschieren wir zurück. Werden unsere, beziehungsweise wir können, ich verwechsel das immer, ne? Wir können unsere Armeen doch, glaube ich, auch im Ausland auflösen. Ja, 4 Monate ist aber in Ordnung. Können wir machen. Sparen wir ein bisschen Geld. So, dann müssen wir jetzt gucken, wen wollen wir jetzt weiter zu unserem Glauben bringen. Das soll sie auf jeden Fall weitermachen. Ja, setzen wir das fort in Südschweden, das Ganze, oder gehen wir mal ganz woanders hin? Gucken wir uns vielleicht nochmal unsere konkreten Besitztümer an.
vielleicht das ein bisschen mal so aufteilen, das Ganze. Wobei, das ist alles Südschweden und hier haben wir diese Stammesgebiete. Die sind im Moment noch sehr, sehr unwichtig und eigentlich auch nicht besonders rebellisch. Insofern gucken wir mal hier weiter. Also hier sind wir noch schwedisch. Da halt, nee, Quatsch. Schwedisch ist ja die Kultur. Der Glaube ist tatsächlich hier überall schon verbreitet. Ach, ernsthaft? Okay. Damit ist ja ganz Südschweden folgt unserem Glauben. Na, das. Und hier in Dänemark waren unsere Vasallen selbst auch schon fleißig und aktiv. Ja, das ist ja hervorragend. Hier haben wir eine katholische Provinz, aber Grafschaft, aber die gehörten nicht zu uns direkt. Also schaut mal, die Glaubensfragen, die sind schon ganz gut angegangen worden. Naja, dann gehen wir doch hier auf diese Stammesgebiete. Irgendwann wird das ja auch mal feudales Land und dann wird das auch wichtig werden. Also Gemeinde bekehren, beginnen wir hier bitte. Hervorragend. Gut, dann muss jetzt nur noch dieser Krieg beendet werden. Und dann könnten wir mal schauen, was wir mit unserer diplomatischen Fähigkeit anfangen können. Jaroma wird erstmal erwachsen und darauf sind wir stolz. Ja gut, es scheint kein... ein meisterhafter Philosoph ist er geworden. Auf jeden Fall, aber dafür, naja, Bildung 11, trotzdem am Ende ein durchschnittlicher Wert. Seine Anlagen waren vielleicht in der Hinsicht doch nicht die besten. Und ich bin gespannt, wie er das vereinbart mit seinen eigentlichen Eigenschaften. Ja, das wird noch interessant mit ihm, denke ich. Prima. Und Salomea wird ebenfalls erwachsen. Ich glaube, das ist seine Zwillingsschwester, die im Übrigen auch noch nicht verlobt ist. Darum müssen wir uns ebenfalls kümmern. Auch sie hat den Bildungsweg eingeschlagen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die auch irgendwie eine besondere Beziehung zueinander haben. Das wird ebenfalls nochmal spannend werden. So, es gibt einen neuen Krieg. Ernsthaft? Wir sind das neue Kriegs... Ach so, ja. Ich weiß, warum das so ist. Weil hier die... Wer hat dort nochmal gekämpft? Wir haben auf jeden Fall eine Grafschaft dazu bekommen. Ich glaube, es war unser Freund und Bruder Kasimir. Der hat Jadwinga erobert. Und in diesem Zuge gibt es plötzlich einen Krieg, ernsthaft, mit Polen, weil die das gleiche Kriegsziel hatten. Aber wir sehen eine Großfürstin Rotrude von Rotna. Okay, das ist also nicht Polen. Die hat auf jeden Fall das gleiche Kriegsziel. Okay, das ist eine Großfürstin. Jetzt bin ich im falschen Kartenmodus. Ach, die sind unabhängig. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Die wollte das gleiche erobern. Das wird ihr mit Sicherheit nicht gelingen. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt einsteigen müssen. Gegen 300 Mann werden unsere Vasallen und wird vor allem unser Bruder, die Armee unseres Bruders, sicher zurechtkommen. Und erstmal ist der Sieg dort für die Königin von Bjarmaland geschafft. Da haben wir uns ja nicht engagiert, weil wir gesagt haben, das schafft sie alleine. Und hier muss eigentlich nur noch diese blöde kleine Armee besiegt werden. Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt mal hin. So, eine Fraktion hat sich aufgelöst. Irgendwas wird belagert, aber wahrscheinlich nur sehr, sehr kurzzeitig. Ich denke nicht, dass wir dort uns engagieren müssen. Okay, wir könnten Bjarmaland in den Krieg rufen, aber das ist nicht nötig. Ich will einfach nur, dass dieser Krieg jetzt zu Ende geht. Wer kämpft denn da bitte mit einem Ritter gegen diese Armee? Ja, die wollen da irgendwas zurückerobern, so wie es aussieht. Unser Bruder. Bin mir gar nicht sicher. Achso, das war wahrscheinlich der Ursprung dieser Grafschaft von Chalon. Keine Ahnung, warum das jetzt nur unbedingt jetzt das Ziel ist. Aber ich denke, die Sache wird sich gleich geklärt haben. 42% ist der Kriegsstand schon. Vermutlich, weil die Hauptstadt besetzt wurde. Was für ein Durcheinander. Also hier müssen mit Sicherheit noch irgendwelche anderen Kriege am Laufen sein, von denen wir jetzt gar nichts wissen. Nee, Kasimir ist gar nicht involviert. Wer ist denn da involviert?
Nur wir sind involviert. Da kann kein anderer für uns diesen Krieg gewinnen. Okay, alles klar. Das war ja eine unsinnige Annahme. Dann müssen wir selber natürlich aktiv werden. Dann versetzen wir mal den Sammelpunkt hierhin und holen dann doch nochmal unsere Truppen. Und beenden aber eigentlich mal die Sammlung bis hierhin. Uns reichen unsere 2000 Mann und dann verfolgen wir jetzt den Gegner. Und dann machen wir einen kurzen Prozess. Ja, da führt sogar die Großfürstin selber die Armee. 58% Freiwillige irgendwie. Tja, was bleibt uns noch übrig, als jetzt zum Beispiel Trakai zu belagern? Die Hauptstadt selbst können wir im Moment nicht nehmen, weil sie im Rahmen eines anderen Krieges, so wie es aussieht, besetzt wurde. Was aber... Nee, oder wir haben die... Wir haben... Halt, wir haben vermutlich die Besetzung übernommen von... Jetzt habe ich es. Genau. Prinz Kasimir hat diesen Krieg ausgefochten, mit dem gleichen Kriegsziel konkurrierend gewissermaßen. Hat den gewonnen, hat in diesem Zuge aber schon hier irgendwas besetzt gehabt, was uns jetzt wohl angeschrieben wird. So ist jetzt meine Interpretation der Dinge. Aber das tut alles nicht viel zur Sache. Wir haben die Besetzung, wir sind bei 81%. Jetzt sollten wir nochmal schnell diese 113 Mann nochmal besiegen, die versuchen das zurückzuerobern. Was natürlich eh nicht gelingen wird. Ja, alles klar. Es wäre schön, wenn wir sie jetzt direkt... Ja, jetzt haben wir sie. Dann beenden wir jetzt die Geschichte erstmal, zwingen die Forderungen und haben die Sache geklärt. So sei es. Sehr schön. Was ist hier los? Von rechts wegen. Mein Vasall hat mir von einem obskuren Gesetz in der Grafschaft von Rasenai berichtet, wonach es nur der König beschützen darf. Für gewöhnlich würde man auf ein derart archaisches Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit, Herzogin Cornelia, meine Vasallin und derzeitige Herrscherin von Grafschaft Rasenai, könnte etwas zurechtgestutzt werden. Tja, Cornelia war die, die unseren Sohn betrogen hat, die in unserem Gefängnis noch sitzt, wo sie ihre uneheliche Tochter geboren hat. Okay, es geht aber am Ende nur um einen Anspruch. Und jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, also unser König ist schon sehr, sehr speziell in dieser Hinsicht. Er wird eh keine Kriege um irgendwelche fallen gelassene Ansprüche oder sowas stellen. Ich würde sagen, er bleibt zufrieden. Er ist auch ein Stück weit treuherzig ihr gegenüber. Er will sie nicht noch mehr in Bedrängnis bringen. Cornelia darf ihren Titel behalten von meinen Gnaden. Das passt besser zu uns. Und wir können uns irgendwann auch die Frage stellen, ob es nicht an der Zeit ist, sie aus dem Gefängnis zu entlassen. Vielleicht für einen Gefallen oder sowas. Wie lange sitzt sie denn dort schon? Wir gucken uns das kurz mal an. Ach so, wir haben auch noch weitere Gefangene. Also, Herzogin Cornelia. Seit 5 Jahren in Hausarrest. Ich denke, es ist an der Zeit, hier über die Freilassung zu sprechen. Ansprüche abschwören, das ist allerdings eine interessante Sache. Das könnte man von ihr verlangen. Das finde ich gut. Verbannen. Druckmittel würden wir nicht bekommen, aber die abgeschworenen Ansprüche, das gefällt mir eigentlich. Damit sollte sie dann zurechtgestutzt sein, ausreichend. Für diese Zwecke, für diese Bedingungen werden wir sie freilassen. So, wen haben wir denn hier? Gefangene, orthodox-russische Gefangene, ein Abenteurer. Oh, ein Abenteurer, der ein guter Kämpfer ist. Hier könnten wir tatsächlich mal erwägen, ihn zu rekrutieren. Vielleicht mit einer Bekehrung verbunden, ja. Ja, das ist doch wunderbar. Dann soll er in unseren Dienst treten. Riko Koskinen. Was ist das für einer? Auch ein ganz guter Kämpfer. Ich würde sagen, da machen wir dasselbe. Warum eigentlich nicht? Okay. Gut.
Sie ist auch einverstanden. Alles bestens. Und damit können wir alle auflösen. Und damit sind wir wieder im Frieden. Und das bedeutet, dass wir jetzt endlich mal das probieren können, was wir schon lange angestrebt hatten. Nämlich mal zu gucken, wie eigentlich Kaiser Ernst III. So drauf ist. Vernarbt, umstrittene Abstimmung, begriffsstutzig. So, wie sieht's denn aus? Bündnis vorschlagen. Kaiser Ernst ist natürlich noch im Krieg, alles klar. Damit hat sich das erledigt. Im Moment zumindest. Herzogtum von Kilikia. Anatolischer de jure Krieg. Aber er ist nur Verbündeter von Despot Makarios von Anatolikon. Okay. Wir wollen mal ganz kurz gucken, wo sich das befindet. Ah, das ist das Gebiet. Da kämpft der Kaiser mit. Interessant, wo er sich einmischt. Und hier ein Verteidigungskrieg, irgendwie ein interner Verteidigungskrieg gegen eine Gräfin. Also, in der Hinsicht kommen wir erst einmal nicht weiter. Ja, man könnte natürlich über andere Bündnispartner noch nachdenken, aber wer sollte das schon sein? Ich meinte, Ungarn ist natürlich vielleicht noch ganz interessant. Oh, ein vierjähriger Herrscherkönig Sigmund. Man könnte halt das als Alternative sehen zu einem Bündnis mit dem Kaiser, mit einem relativ starken König sich zu verbinden. Aber auch hier ist er im Krieg. Greift Galizien-Volinien an. Wegen einer Grafschaft. Ja, in der Tat, wir hätten hier sogar möglicherweise... Also die Interessensübereinstimmungen sind relativ groß, würde ich sagen. Ich denke, auch die Ungarn orientieren sich, haben Angst vor dem Reich, orientieren sich in Richtung Norden vielleicht, gegen Polen, gegen Ruthenien, gegen Galizien, Volinien. Aber wir kommen uns nicht direkt in die Quere. Eigentlich auch eine ganz interessante Idee. Wir werden beides weiter im Blick halten und verfolgen. Schauen wir mal, ob dort diese Kriege mal beendet werden und dann gucken wir uns das nochmal an. Mal gucken, ob das zu Lebzeiten von Niklot noch passiert. Ansonsten, wir sind knapp bei den 1000. Das heißt, vielleicht kommen wir das nächste Mal in die Situation, wo wir mal wieder ein bisschen investieren können. Im Moment interessiert mich am meisten, dass wir hier diese beiden Stammesgebiete erst einmal zu feudalen Gebieten machen. Das kostet uns diese Feudalisierung 500. Das heißt, so 1500 sollten wir haben, damit das losgeht, weil ohne diese Geschichte bekommen wir null. Keine Einnahmen, keine Truppen dorthin. Ja, und das ist keine gute Sache, denke ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.